Sind Harry Styles und Taylor Swift wirklich queer? Wir besprechen in diesem Video, was sexuelle Orientierung bedeutet, woher man weiß, auf wen man steht und ob solche Labels wichtig sind. Vielleicht sind Harry Styles und Taylor Swift bi, vielleicht sind die homosexuell, vielleicht geht's uns aber auch einfach gar nichts an. Sexualität, sexuelle Orientierung ist ein intimes, persönliches, sensibles Thema und ich kann es total verstehen, dass sie wahrscheinlich genervt sind von irgendwelchen Spekulationen über ihre Orientierungen. Aber was gibt's eigentlich für Labels, die beschreiben, auf wem man steht? Bevor es losgeht, kleiner Disclaimer. Gerade weil Sexualität so facettenreich ist, ist es super schwierig, das in einem Video komplett allumfassend darzustellen. Daher kann das sein, dass gewisse Dinge nicht so gut beleuchtet sind wie andere. Es geht hier eher um eine allgemeine Übersicht. Schwul, lesbisch, pan, bi, hetero, asexuell, queer. Es gibt unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Manche stehen aufs eigene Geschlecht, andere stehen auf das eigene und andere Geschlecht. Manche stehen überhaupt nicht auf Geschlecht oder es ist ihnen nicht wichtig, sie verlieben sich in Menschen. Wieder andere haben gar kein Bedürfnis nach Sex, aber können sich verlieben. Und andere sind hetero, also Männer, die auf Frauen stehen, Frauen, die auf Männer stehen. Das ist statistisch gesehen das Häufigste. Und vielleicht deshalb ist es immer noch, wie bei Harry Styles und Taylor Swift, immer wieder so Gesprächsthema, wenn Menschen nicht hetero sind. Oder wurdest du schon mal gefragt, hey, seit wann weißt du eigentlich, dass du hetero bist? Auch wenn es diese Labels gibt, die können ja dabei helfen, sich selber besser zu verstehen oder auch die eigene sexuelle Identität zu entdecken, ist Sexualität nichts Starres bzw. nicht in Kategorien, wie man eigentlich dachte. Der amerikanische Sexologe Alfred Kinsey hat in den 1950er Jahren Tausende von Menschen befragt und hat dann seine Skala veröffentlicht. Die Kinsey-Skala 0 bis 6, die sagt im Prinzip, dass bei 0 Menschen ausschließlich hetero sind, beziehungsweise ausschließlich das andere Geschlecht gut finden und 6 wäre ausschließlich gleichgeschlechtlich oder ausschließlich homosexuell. Dazwischen gibt es aber unglaublich viele Abstufungen. In der Mitte wäre quasi bisexuell, also per Definition 50-50. Aber wenn man ganz viele bisexuelle Menschen befragt, dann sagen die auch, ich kann das durchaus einschätzen, 60-40 oder 70-30 ist das Geschlechterverhältnis, wie ich es gut finde. Das heißt nicht, dass du dann schwul oder lesbisch bist oder dass du vielleicht auch nicht bi bist. Es kann aber auch bedeuten, dass du dich genau so trotzdem kategorisierst, als zum Beispiel bisexuell und das ist alles in Ordnung. Es gibt Menschen, die identifizieren sich zum Beispiel als bisexuell, also könnten Sex haben oder werden sexuell erregt durch Männer und Frauen, aber sind heteroromantisch, also würden eine Beziehung nur mit dem anderen Geschlecht führen. Einige Menschen wissen von klein auf, zu wem sie sich hingezogen fühlen. Anderen wird das erst im Laufe des Lebens bewusst. Das ist ja auch logisch. Man entwickelt sich weiter, man lernt sich selber besser kennen, man entdeckt neue Spielarten vielleicht oder man stellt auch neue Facetten an sich selber fest. Wenn du jetzt noch keine klare Antwort hast für dich, mach dir gar keinen Stress. Beobachte dich selber, schau, was dir in den Kopf kommt, welche Fantasien du hast und du kannst dir auch mal folgende Fragen stellen. Wem gucke ich auf der Straße hinterher? Wer fällt mir vielleicht besonders auf? Wen finde ich super interessant? Mit wem würde ich vielleicht gerne knutschen? Mit wem hätte ich gerne Sex oder körperlich intimen Kontakt? Und das kann ja auch mit der Zeit kommen, wenn du Erfahrungen zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung sammelst und dir dann Dinge in den Sinn kommen, die du spannend, aufregend findest und die du vielleicht mal ausprobieren willst. Übrigens, warum es unterschiedliche sexuelle Orientierungen gibt, also warum wir stehen, worauf wir stehen, das kann die Forschung nicht beantworten, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, die sexuelle Orientierung ist ein Teil von dir oder von uns allen. Sie gehört zu uns, wir können sie nicht verändern, wir müssen sie nicht verändern, man kann da nichts wegmachen und muss das auch nicht. Du kannst aber entscheiden und akzeptieren, zu wem oder zu welchem Geschlecht du dich hingezogen fühlst. Und wenn man nach seiner sexuellen Orientierung gefragt wird oder wenn ihr jemand vielleicht sogar sagt, du bist doch bestimmt schwul oder lesbisch, ey, das ist mega unsensibel und das ist grenzüberschreitend. Wir können nicht vom Aussehen, Verhalten einer Person darauf schließen, auf wen sie steht oder welche sexuelle Orientierung sie hat. Und das geht uns alle auch eigentlich gar nichts an. Nur du weißt über deine Fantasien und Gefühle Bescheid. Du musst dich nicht in irgendeine Schublade zwängen lassen und du kannst bei sowas auch ruhig sagen,
Hammer, was geht denn dich das eigentlich an, auf wen ich stehe? Oder du kannst auch die Gegenfrage stellen, warum interessiert denn dich das eigentlich so sehr? Denn jetzt mal unter uns, vielleicht hat er ja mehr Interesse an dir. Wenn jemand nicht akzeptiert, dass du deine Orientierung für dich behältst oder du sogar Anfeindungen bekommst, ey, das ist Mist und das kann echt verletzend sein. Wenn irgend sowas passiert, kannst du dir Rat und Unterstützung suchen bei zum Beispiel Vertrauenspersonen aus deinem Umfeld. Das ist auch nicht Petzen, sondern das ist wirklich Selbstschutz. Du kannst beim Krisenchat, bei Hilfstelefonen, größere Städte haben Krisenhotlines, dich dort überall hinwenden und erste Anlaufstellen suchen, damit du irgendwie Unterstützung bekommst. Es ist auch keine Schande, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es echt belastend ist. Das ist ja unsere Aufgabe, dafür sind wir da. Konkrete Anlaufstellen für Hilfe sind unten in der Infobox. Fazit: Es gibt nicht nur Hetero und Homo, es gibt auch sehr viel dazwischen. Egal zu wem du dich hingezogen fühlst oder welche Orientierung du hast, go for it. Bei weiteren Fragen rund um das Thema schreibt eine E-Mail an das Team der DAK Gesundheit. Mehr Videos und Themen von Sheila, Volker und mir gibt's bei Dr. Sex auf TikTok. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.